Erst haben mich alle sehr komisch angeschaut, doch am Ende hat es jeder so gemacht. Denn dieses Problem kennst du mit großer Wahrscheinlichkeit auch. In deiner Mülltonne findest du vor allen Dingen in den Sommermonaten Maden. Diese krabbeln im schlimmsten Fall schon oben aus der Mülltonne heraus und natürlich möchtest du verhindern, dass diese überhaupt in die Mülltonne gelangen. Und dafür gibt es einen genialen Trick, den ich dir hier zeigen möchte. Doch zuerst solltest du die Mülltonne am oberen Rand dafür sauber machen. Nimm einen feuchten Lappen und wische alles jetzt richtig schön ab. Dann auch nochmal trocken wischen und dann brauchst du ein herkömmliches Fliegengitter. Denn die Maden gelangen in den Mülleimer, weil Fliegen ihre Eier hier drin platzieren. Und dafür kann dir Fliegengitter helfen, damit die Fliegen gar nicht erst in den Mülleimer kommen. Schnapp dir dafür als erstes das Klebeband mit dem Klettverschluss für das Fliegengitter und wickel das einmal um die Mülltonne herum. Ich habe das jetzt hier gemacht. Du kannst es natürlich auch ein bisschen hübscher machen, indem du die Ecken immer abschneidest. Ich habe es jetzt hier einfach so umgefaltet. Das funktioniert natürlich auch. Wichtig ist nur, dass das Fliegengitter am Ende komplett abschließt, damit wir hier keine Lücke drin haben. Und dann schnappen wir uns auch schon das Fliegengitter. Dieses ist natürlich jetzt deutlich zu groß. Deshalb mache ich es erstmal so, dass oben und rechts an der Seite alles bündig abschließt. Das heißt, die Seiten habe ich hier schon mal so dran gemacht, wie sie später auch dran sein sollen. Denn dann muss ich nur noch die anderen beiden Seiten zurechtschneiden. Hier können wir jetzt gucken, bis wohin das Ganze gehen soll, schnappen uns eine Schere und schneiden das Ganze dann zurecht, sodass es am Ende auch komplett gut über diese Mülltonne passt. Und dann haben wir das Ganze auch schon fertig vorbereitet. Wie du sehen kannst, klebt hier alles am Rand wunderbar. Und wenn wir jetzt etwas Müll in die Mülltonne geben wollen, müssen wir nur eine Seite des Fliegengitters hier abreißen, können unsere Mülltüte in den Mülleimer werfen und danach alles mit einem Handgriff wieder an den Rand kleben. Und so kannst du komplett verhindern, dass Fliegen hier reinkommen. Wenn du noch einen weiteren Tipp brauchst, kannst du auch Essig benutzen. Denn Fliegen mögen absolut kein Essig. Und so könntest du den Rand hier nochmal mit etwas Essig einsprühen und das Ganze regelmäßig wiederholen. So sorgst du auch dafür, dass auf gar keinen Fall Fliegen irgendwie nur in die Nähe deiner Mülltonne gelangen. Probiere das Ganze doch auch bei dir unbedingt einmal aus. Möchtest du jetzt auch noch wissen, was du in deinen Duschkopf stecken solltest, damit er wieder entkalkt wird? Dann schau dir unbedingt das Video an, welches ich dir an dieser Stelle verlinke. Außerdem würde ich mich über einen Daumen nach oben wirklich sehr freuen und vergiss auch auf gar keinen Fall, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.